Nach den Ausschreitungen vom Wochenende gehen in Chemnitz links- und rechtsgerichtete Demonstranten auf die Straße. Bei Zusammenstößen der Demonstrantengruppen werden laut Polizei mindestens 2 Menschen verletzt. Kundgebungsteilnehmer aus beiden Lagern werfen demnach mit Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Die Polizei rückt mit Wasserwerfern an. Am Wochenende war es in Chemnitz zu Ausschreitungen gekommen. Hunderte Menschen zogen durch die Stadt. Zu dem Protest aufgerufen hatte unter anderem eine rechtsextreme Hooligan-Gruppe. Auslöser war der Tod eines Deutschen, der im Streit von einem Iraker und einem Syrer erstochen worden sein soll.